Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2. Und wenn man hier irgendwelche hupenden Autos sieht, dann geht es natürlich um den Multiplayer. Und ja, es gibt keine neuen Veränderungen bezüglich, dass hier ein Update rauskam. Also ist alles beim Alten geblieben. Und ich wünsche mir, wenn ihr ab und zu mal was reinschreibt: Hey Maximus, es gibt eine neue Erweiterung, es hat sich das und das geändert, da würdet ihr mich natürlich ein bisschen unterstützen. Und ja, erstmal hier gucken. Also ich werde hier ab und zu mal von... Hey, 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 hey. Ich hoffe, da gibt es dann irgendwann mal ein Update, dass die Leute dann eine Strafe kriegen und die Polizei, die Volkspolizei dann kommt. Wir fahren mal ein bisschen langsam. Ah, ich muss ja mal wieder reinkommen hier. Und auf jeden Fall, ich habe jetzt eine Tour angenommen nach Dortmund. Ich werde nicht alles zeigen. Vielleicht werde ich das unterwegs mal einen Cut machen und dann mal wieder reinschalten, bevor ich dann ja am Ziel bin. Jedenfalls, ja, ich werde ab und zu mal erkannt. Ich krieg's dann auch nicht mit. Ja, wie auch. Weil, ja, jeder hat seinen speziellen LKW und hier stehen ja keine Namen oben und etc. Und wir blinken, weil wir sind ja nicht mehr alleine hier. Wir fahren ja mit vielen, vielen anderen Leuten unterwegs. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wie viele Leute momentan jetzt hier auf dem Multiplayer sind. Würde eigentlich ziemlich interessant sein, dass man dann sieht, hey, hier in diesem Multiplayer sind gerade, boah, weiß ich, 1000 Leute, 3000 Leute unterwegs. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, ich merke aber, wenn ich nach innen gehe, fallen die FPS-Zahlen runter. Oder das kann vielleicht sein, weil so viele Leute jetzt hier sind in der Innenstadt. Ja, das wird wahrscheinlich so sein und... Oh, oh, wow, 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 wow. Hier ist schon wieder richtig Action. Mann, 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 Mann. Und die Schafe schreien schon wieder. So, wir werden hier die Tour annehmen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ich wurde ja auch gefragt bezüglich, ey, wie sieht's aus, wenn ich dieses Spiel spiele und danach wieder im Einzelplayer gehe? Oh, wir rücken einfach mal hier schnell durch. Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Ich habe einfach meinen alten, ja, Stand wieder geladen im Einzelplayer. Würde ich jeden raten. Wäre wahrscheinlich das Beste. Und guck mal, wie... Oh! Ey, du bist ein Trottel, Alter. Wenn du es nicht kannst, dann lass es bleiben. So. Ich kann es ja auch nicht besser, aber... So, jetzt habe ich den. Und jetzt muss ich erstmal gucken. Oh. Oh, ich habe den nochmal gegrüßt. Und ab vorbei hier. So. Fahren wir einfach jetzt mal schön nach Dortmund. Und werden hier den ganzen Stau und Stress hier hinter uns lassen. Ich denke mal, die werden auch erstmal gucken, was die Community macht. Nein, wie gesagt, ne? Macht euch einen extra Speicherstand für den Multiplayer und für den ja, Einzelplayer. Dann seid ihr auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite, falls irgendwas ist. Und ich werde mal hier meinen Spiegel wieder rein eliminieren. Und viele fahren mit dem Volvo rum, sehe ich gerade, ne? Aber ja, wenn ihr den seht, das ist Maximus Volvo. Oh, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir doch. Oh, rum hier, rum. Und ja, eure Hilfe brauche ich natürlich, wenn es neue News gibt. Ja, also, dann freut sich der Maximus. Und vielleicht gibt es auch mal die Gelegenheit, die nächsten Tage, dass man das vielleicht mal zusammen agiert. Also, eine richtige Fanbase. Also, dass man sich gemeinsam auf dem TS trifft. So 5, 6, 7, 8. Wie auch immer, wie viele Leute, und dann gemeinsam eine Tour fährt. Aber Ausgangsziel, muss ich sagen, um das zu starten, werden wir Berlin nehmen. Ja, warum? Weil ich in Berlin meinen Hauptsitz habe. Oh, guck an, da kommt, da geht's los, da geht's los. Schönes Ding, ja, kommen die ganzen LKWs. Die überholen mich jetzt alle. Komm, überhol mich doch. Alter, ist das nicht geil? Ist das nicht geil?
wie sie jetzt alle ankommen. Super! Gefällt mir. Und muss sagen, nach dem... Ich glaube, das ist nicht die erste Version, die ich jetzt hier habe, sondern eine andere. Also wir haben jetzt Version, wo steht denn das? 0102 Alpha. Und das bedeutet, warum fährt mein LKW eigentlich so langsam? Hat das irgendeinen Grund, warum mein LKW so langsam fährt? Der hinter mir fährt auch so langsam. Ich weiß nicht, ob der mich kennt. Keine Ahnung, aber ich müsste mal... Ich fahre 50. Finde ich jetzt ein bisschen komisch, warum ich jetzt so langsam fahre. Sei es drum, wir können ja auch mal... Was ist mit dem da los? Ich wollte jetzt eigentlich rundum Kennleuchte anmachen, aber wir machen erstmal mal so Licht an. Ich weiß gar nicht mal, welche Taste das war. Blinken wir mal. Der macht wahrscheinlich ein Nickerchen. Ja. Warum mein LKW jetzt so langsam fährt? Ich weiß nicht. Kann ich hier irgendwas sehen, ob der vielleicht defekt ist und dadurch irgendwelche Probleme sind? Nee, ich habe keinen Schaden. Ich habe nichts. Naja, einen Schaden habe ich schon, aber... Aber ist schon komisch, weil mein LKW so langsam fährt. Eine Pause braucht man ja auch nicht machen. Der andere, der macht ganz schön ein Ballett hier. Komm, komm, komm. Ist natürlich, ne, wenn ich jetzt hier mit einem Maus und Tastatur fahre, ihr wisst schon, ne. Aber warum fährt mein LKW so langsam? Muss ich hier irgendwie selber noch schalten oder... Eigentlich nicht. So, jetzt kommt er langsam ein bisschen auf Touren. Naja, irgendwie... Ja, wer weiß. Der hat halt ein bisschen zu tun, ne? Das ist dann für euch eine längere Tour. Ja, ja. Komm, wie er langballert. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was noch alles so kommt in dem Euro Truck Simulator 2. Jetzt hier gerade im Multiplayer. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dann können wir durchaus mal über die ganzen Sachen hier reden, was es bis jetzt Neues gibt, was man vielleicht noch verändern könnte, die ganzen Wünsche im Multiplayer. Und dann machen wir einfach mal gemeinsam ein schönes Video und quatschen einfach mal ohne Sinnverstand hin und her. Und dann werden wir uns einen Termin ausmachen, wo wir dann Zeit haben, gemeinsam über gewisse Themen hier im Spiel zu reden. So, jetzt ist er mal über 60 gekommen. Meine ich, eier was rum. Der andere bleibt kontinuierlich hinter mir her. Also der bleibt an mir dran. Wer weiß, was der vorhat. Ah, jetzt hat er die Schnauze voll, weil ich wahrscheinlich zu langsam fahre. Oh. Ihr hupt. Ja, mach mal hier. Lichthupe, dass er reinfahren kann. Ja. Aber ich weiß nicht, warum mein LKW so langsam fährt. Hat er einen Platten oder so? Naja, was soll's. Dann fahre ich hier ganz gemütlich mit 50 km/h auf der Autobahn lang. Muss erstmal gucken, Licht nochmal richtig an. Licht an. Das war Aufblendlicht. Hupe. Ich muss noch ein bisschen gucken hier. Irgendwo war doch... So. Irgendwie will der nicht heute. Bin jetzt ein bisschen überfragt. Power hat der. Der hat über 600 PS. Oder ist mein Fahrer einfach zu schlecht? Aber so ist der Volvo doch ein richtig schöner LKW. Also... Ich habe ja mal gesagt, dass MAN nichts weiter Neues gebracht hat. Aber ich fahren alle Volvo, ne? Also, ich muss wirklich sagen, der ist bei den Fans wohl sehr, sehr beliebt. Ich werde jetzt hier einfach mal an die Tankstelle ranfahren. Und irgendwas ist hier nicht ganz koscher in dem
bei dem LKW. Ich werde... Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier kaputt. Ich muss mal gucken. Temperatur ist in Ordnung. Geschwindigkeit. Öldruck. Bremse. Das ist eigentlich alles in Ordnung. Ich muss hier mal abfahren. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich fahre hier einfach mal ab. Tanke mal, vielleicht erholt er sich dadurch ein bisschen. Oder ich muss das Spiel einfach nochmal neu starten. Vielleicht hat ja mein LKW einen Sockenschuss. Und hier ist er. Ich bin hier nicht alleine. So, Motor aus. Und dann mal schön tanken. Viel wird er jetzt nicht brauchen. Man sieht so, oh ja, über 100, ja, fast über 100. 230 Liter. So, vielleicht war es ja auch der falsche Sprit. Ja. Yeah. Der macht ja ein Nickerchen wahrscheinlich. Oh, 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 oh. Oh, hier steht der nächste. Ja, die machen ihre Ruhezeiten. Vielleicht sollt ihr auch mal eine Ruhezeit machen. So, So, und der wollen wir das drücken. Ja. So, vielleicht sieht es ja jetzt besser aus. Nee, der kommt nicht aus dem Knick. Also irgendwas ist am Auto nicht richtig, warum der nicht richtig fährt. Ich bin ein bisschen überfragt, aber wie gesagt, da seid ihr denn. Oh! Meine Fresse, die sind aber auch verrückt hier. Mein LKW ist kaputt. Habe ich vielleicht eine Handbremse dran? Was ist denn mit diesem Retarder? Was soll ich mit dem machen? Was macht der? Das ist doch einfach nur diese komische Bremse, ne? Aber was man gemerkt hat, die sind nicht mehr ganz so verrückt und hupen andauernd. Also die ersten Tage war es ja so, dass die wirklich jedes Mal gehupt haben. Und irgendwie fährt er jetzt besser. Ey, was ist los? Der macht wieder los! Ja! Attacke Hü, irgendwas war gewesen. Und jetzt werde ich sie natürlich alle überholen. Ja, frischer Sprit drinne. Irgendwas war mit dem Retarder wahrscheinlich. Ich muss nochmal auf die Anzeigen gucken. Ja, Öldruck oder und Bremsdruck ist okay. Wir lassen es einfach mal so. Wir fahren. Oh, 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 oh. Das war jetzt aber ganz schön knapp. Ja, in 6 Stunden sollte ich da sein. Ich würde sagen, dass ich hier an dieser Stelle mal einen kurzen Cut mache. Und wenn ich kurz vor Dortmund bin, schalte ich wieder rein. Und ja, weil hier passiert ja nicht viel, ne? Sonntag haben wir und die Autobahnen sind leer. Ihr kennt es ja aus der Ölkrise, wo ja die ganzen LKWs und Fahrzeuge alle nicht fahren durften. Ne? Ihr wisst schon. Also ich mache erstmal einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich. So, nun haben wir es auch fast geschafft. Und mir ist was passiert. Mir ist irgendein Ochse beim Überholen reingefahren. Also das fand ich ja absolut richtig scheiße. Ach du Scheiße, was ist hier los? Ach. Du meine grüne Nase, was denn hier? Ein Unfall! Ach du Scheiße! Was ist hier los? Ein kompletter Unfall! Au, 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 au! Mein LKW ist natürlich auch schon ein bisschen angehittet. Machen wir mal ein bisschen rückwärts und gucken uns das an. Und jetzt löst sich das alles auf hier. Ja. Mann, 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 hier ist was los. Hier stellen sie einfach ihre Anhänger ab und das war's, ey. Mann, Mann. Ich finde das immer wieder lustig. Euro Truck Simulator.
Gut, wir werden aber weiter, sonst wird es zu lange. Man hört schon, mein Motor hört sich auch nicht mehr ganz so gesund an. Und es gibt immer wieder so eine Chaoten, die einfach in die entgegengesetzte Fahrtrichtung fahren. Und ja, ist nicht schön sowas, aber was soll's. So, wir müssen hier ab. Dortmund steht da. Oh, mein Motor hört sich aber nicht mehr gut an. Hinter mir alles okay. Gucken wir mal hier. Ist hinter mir jemand? Nee. Oh. Und jetzt muss man auch mal ein bisschen gucken. Oh, mein Motor hört sich echt nicht gut an. Bisschen langsam vortasten und rumfahren. Ah, der ist schon zu 21% defekt. Und ja, ich bin einfach so gefahren, Autobahn, und ich habe den vorher überholt. Alles schick. Und ungefähr, ja, 1, 2 Minuten später kam er mit so einem Karacho angedödelt und zieht vor mir rein. Ich gehe noch auf die ja, Bremse, und trotzdem, sein Anhänger hat mich komplett geschliffen. Schade, dass ich ihn nicht aufgenommen habe, sonst hätten wir das natürlich die Polizei geben können. Ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, man könnte ja zusammen mal eine kleine Tour machen und über die Wünsche des ETS 2 Multiplayer reden. Und das steht natürlich. Das werden wir am besten über meine Steam-Gruppe machen. Dann verlieren wir uns nicht. Und so, jetzt werden wir gleich mal hier schön gemütlich reinfahren. Und ich fahre jetzt ganz schön mit dem Karacho hier lang. Oh. Blinker aus. Und ich hoffe, hier ist nicht ganz so viel los. Aber ist doch schön. Riesenunfall auf der, ja, A sowieso. Ja, ihr wisst schon. Irgendwo im Ruhrpott. So, ja, wir sind jetzt in Dortmund angekommen. Irgendwo außerhalb. Weil ich denke mal, die brauchen in der Stadt keine Traktoren. Trecker! Trecker! So, ich habe ja heute so einen Witz gehört. Und zwar, zwei Blondinen. Ja, hört zu. Zwei Blondinen reden miteinander, und dann sagt die eine: Weißt du was? Dieses Jahr ist der Weihnachten auf einen Freitag. Und dann sagt die andere: Na, hoffentlich ist es kein 13. Ich hoffe, ihr habt es kapiert, Mann. Ich kann mich über so einen Müll freuen, ja. Ich kann mich echt über so einen Müll freuen. So, alles klar. Jetzt werden wir mal das Ding hier einparken. Und wenn ihr wollt, dann kann ich jedes Mal einen Witz erzählen, wenn ich mit dem ETS, also alle, die es wollen oder so lange zugeguckt haben, die schreiben es einfach mal unten in die Kommentare. Ja, Maximus, wir möchten jedes Mal, wenn du mit dem ETS fährst, einen Witz von dir hören. Auch wenn er schlecht ist, egal. So, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich jetzt hier nicht zu sehr mich ablenke. Oh, ich fahre zu schnell. Man kann ja den Rück, man kann das irgendwie so ein bisschen steuern, ne? Na, so. Das Gepiepe geht mir auf den Sack. Fahren wir noch ein Stück vor hier. Noch ein Stücke. Wie sieht das aus hier? Naja, so richtig gefällt mir das nicht. So. Ich gebe jetzt kein Gas. Ich lasse das alles hier von der Motorsteuerung machen oder vom Standgas. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich hoffe, das reicht. Alter, was war das für eine räudige Scheiße? Was war das? Was war das? Ah! Ich glaube, ich muss hier an dieser Stelle ja Ende machen. Mein rappender ja, LKW macht hier nicht mehr mit. Ich habe hier auch Schaden. Guckt euch an. Yeah. Ich weiß nicht, was hier los ist. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe jetzt noch mehr Schaden. Ja, wie gesagt, es ist halt ein Problem noch von dieser Mod, und jetzt kommen noch mehr LKWs. Wow. Lustig ist es ja, ne? Lustig ist es ja. Kann ich den irgendwie noch aufnehmen? Ich denke mal, die anderen. Nee. Ah ja.
Ich würde sagen, an dieser Stelle. An dieser Stelle mache ich hier einfach mal einen Fisch, weil das hat alles keinen Nährwert. Das funktioniert alles nicht und ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Es ist immer noch eine Alpha, ja, nicht zu vergessen, immer noch eine Alpha und mit den Worten möchte sich der Maximus verabschieden. Bis zum nächsten Video, haut rein, bye bye.